Das Jahr 939. Gero, erster und einziger Markgraf der Ostmark. Von König Otto mit der Kriegsführung gegen die Slawenstämme beauftragt. Hey, Nico, Hagen, was soll das? Komm. Er lud 30 Fürsten zu einem Gastmahl und ließ sie ermorden. Kopf- und führerlos hatten die Slawenstämme danach der Gewalt Geros nichts mehr entgegenzusetzen. Als die Bürger von Lübben 1915 diesen Wappensaal erbauten, wollten sie damit auch ihre Bedeutung für dieses Land unterstreichen. Und an ihre Privilegien erinnern. Aber genug der Theorie. Rauf auf die Bühne. Der Chor? Vielleicht am besten da hinten, erstmal in die rechte Ecke. Kommen Sie. Hagen, komm mal runter. Ich habe mir was überlegt. Und zwar, wenn nachher der Thomas da oben steht. Gelogen wir, Gewehr und Gehorsam, frommen Dienst und jeden Schaden von ihm zu wenden. Wir. Zu Lübbenau, zu Peitz und Teubnitz, Bärenwalde, Weskow und Storch. Wir schwören Treue und Gehorsam. Wir schwören Treue und Gehorsam. Fast jede Nacht. Ich werde erstochen. Ich sterbe. Nun mache ich auf. Danach kann ich nicht mehr einschlafen. Erwachen Sie schreckhaft? Ich bin eher erleichtert. Fühlen Sie in Ihrem Traum, dass Sie zurecht bedrängt werden? Ich bin die rechte Hand des Markgrafen. Ich führe seine Befehle aus. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ich bin die rechte Hand der Bürgermeisterin. Da die Koalition so gut wie am Ende ist, drängt mich die Partei selbst zu kandidieren. Ja, ich lese Zeitung. Bei Freud steht doch... Bei Freud steht viel. Also, ich habe mal gehört, dass der Sinn eines jeden Traums die Wunscherfüllung ist. Das hieße ja, Sie wollen sterben. In Ihrem Traum wird Ihnen aber Leid zugefügt. Das funktioniert nicht eins zu eins. Deswegen heißt es ja Traumanalyse. Wir leben oft in einem Konflikt zwischen dem, was wir wollen, und dem, was von uns erwartet wird. Man hofft, dass ein anderer ihm diese Entscheidung abnimmt. Es geht nicht um eine Entscheidung. Wie passt denn mein Sohn da ins Bild? Ihr Sohn? Hagen, der Ältere? Steht rum und glotzt dämlich. So wie sonst auch. Ihr Verhältnis ist nicht besser geworden? Wie, Sie haben noch einen Patienten? Wann ist dieser Festakt? Nächste Woche. Der Wappensaal wird 100. Großes Protokoll. Sie hatten versprochen, dass ich immer der Letzte bin. Und Sie nehmen an diesem Festakt teil? Ja. Ihr Sohn auch? Seine Klasse macht da so ein Laienspiel. Wir sollten uns vorher noch mal sehen. Wie wär's denn mit dem 17.? Das ist der Tag davor, oder? Da ist außerordentliche Gemeindesitzung. Ihr Antrag.
Ja. Ist wichtig, Ihr Termin, oder? Sie hatten schon die ganze Zeit Hummeln im Hintern. Das habe ich doch gemerkt. Haben Sie ein Date? Am 17. dann. Wiedersehen, Herr Matzke. Sie können auch gerne hinten rausgehen. Danke. Ich dachte, Psychologen halten diese Rohrschachttafeln unter Verschluss. Die werden schon lange nicht mehr angewandt. Ich habe sie zur Inspiration aufgehängt. Manchmal diskutieren Patienten in Gruppentherapien darüber, was sie sehen. Das schafft Vertrauen, gegenseitiges Verständnis. Verraten Sie mir, was Sie sehen? Zwei tote Menschen. Sie wurden hingerichtet. Mit einem Kopfschuss. Ich bin Polizist. Ich sehe überall das Verbrechen. Jenny Trumaschek. Thorsten Krüger, ich ermittle den Tod einer Ihrer Patientinnen, Carola Kubitz. Bitte. Glauben Sie an Prophezeiungen? Nein, nicht in dem Sinne. Aber Sie glauben an Ahnung? An sensitives Empfinden, an Projektion, an Wünsche. Ich wünsche mir doch nicht den Tod von Marie. Ich habe Angst um Sie. Sie wirken jetzt aber gar nicht ängstlich. Im Gegenteil. Sie wirken sehr ruhig, gefasst. Vielleicht ein bisschen müde. Sind Sie sicher, dass wir die richtigen Begriffe verwenden? Manchmal nennen wir etwas Angst, was im Grunde eine Sorge ist, eine Befürchtung. Haben Sie da noch Symptome? Herzrasen, Schwindelgefühle, Übelkeit? Nur wenn ich wach werde. Die Träume haben nicht aufgehört. Nein. Nein, ich träume immer zu Ihrem Tod. Ich kann da nichts gegen machen. Ich will das nicht mehr. Der Baldrian, nichts geholfen? Nehme ich nicht mehr. Und die Tabletten, die mir der Arzt verschrieben hat, auch nichts. Macht mich alles nur müde. Ich träume dann nicht mehr. Sie sagten, Sie wollen die Träume nicht. Aber ich kann das doch nicht ignorieren. Es kommt selten was Gutes dabei raus, wenn man Schlechtes erwartet. Ich erwarte ja nichts. Es wird einfach passieren. Wir haben den Leichnam ihrer Frau gefunden. Sieht nach Tod durch Ertrinken aus. Keine Papiere,
Aber der Sanitäter hat sie erkannt. Carola Kubitz, nette junge Frau. Hatte mal einen kleinen Blumenladen unten am Fährhafen. Dann kam die hässliche Sache mit ihrer Tochter. Vor 5 Jahren hat sich die Kubitz mit ihrem Auto um Alleebaum gewickelt. Selbst überlebte, aber die Tochter, die starb bei dem Unfall. War gerade mal 9 Monate alt. Herr Kubitz? Ist jemand zu Hause? Hallo? Vielleicht sollten wir ins Gymnasium fahren. Der Kubitz unterrichtet da deutsche Geschichte. Spitzkegeliger Kahlkopf. Zauberpilze. Wachsen hier auf alten Weiden. Psilocybin. Ein Pilzgift, das Halluzinationen erzeugt. Er sagt ja wohl alles, oder? Oh. Als Carola Kubitz ertrank, hatte sie eine hohe Dosis Psilocybin in ihrem Blut, das gemäß Betäubungsmittelgesetz bei uns verboten ist. Ich arbeite nicht mit Pilzen. Aber mit EMDR stand auf ihrer Homepage. Das ist etwas ganz anderes. Aber eine Art Hypnose. Dafür braucht es keine Drogen, dafür braucht es Vertrauen. Ich würde gerne erst mit Klaus Kubitz reden. Carola Kubitz war bei Ihnen in Behandlung, auch schon vor dem Tod Ihrer Tochter. Alles in Ordnung. Die Fruchtwasserspiegelung war OB. Alles, wie es sein soll. Sie werden in circa 4 Wochen eine gesunde Tochter entbinden. Siehst du, ist das alles in Ordnung. Ich gebe Ihnen mal eine Adresse. Haben Sie sich schon für einen Namen entschieden? Zeig du. Marie. Sie soll Marie heißen. Schöner Name. Gehen Sie dahin. Haben Sie Vertrauen. Das Kind von Carola Kubitz wurde im Februar 2010 geboren. Und es starb bei einem Autounfall 9 Monate später. Hatten Sie schon einmal eine Fehlgeburt? Also Ihre erste Schwangerschaft, Ihr erstes Kind? Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Manche Frauen empfinden eine starke Angst um ihr ungeborenes Kind. Da sind Sie nicht allein. Empfinden Sie denn Ihre Umgebung im Augenblick als besonders unsicher oder feindlich? Nein, überhaupt nicht. Das Haus ist fertig, ich bin fast vollständig verbeamtet und Ihr Blumenladen läuft ganz gut. Und Sie? Ich weiß nicht. Was soll das denn heißen, du weißt es nicht? Kannst du es mal irgendwie konkretisieren? Ich weiß es eben nicht. Ich habe halt einfach nur Angst. Angst wovor denn? Ich meine, Marie geht's gut. Die Therapeutin hat gesagt... Den nehmen wir, ja? Der ist schön. Komm. Ja. Die Beisetzung der Tochter wurde immer wieder verzögert, weil Frau Kubitz in der Psychiatrie behandelt wurde. Sie haben sie einweisen lassen. Kurzzeitig, ja.
Es bestand akute Suizidgefahr. Weil Trauer nicht mehr in unsere Zeit passt. Glauben Sie, das fiel mir leicht? Ein Unglück ist geschehen. Hier hast du 3 Gespräche und ein paar Pillen. Das Leben geht weiter, so in der Art. Und wer nicht mitzieht, wird weggeschlossen und ruhig gestellt, bis er wieder zur Vernunft kommt. Die Einweisung erfolgte zu Ihrem eigenen Schutz und in enger Absprache mit Ihrem Ehemann und dem behandelnden Arzt einer Unfallklinik. Was werfen Sie mir eigentlich vor? Wann haben Sie Carola Kubitz zum letzten Mal gesehen? Vor einem knappen Jahr. Es ging ja besser. Woher wussten Sie das? Psychotherapie ist Diagnose durch Beobachtung. Sie beobachten nicht. Sie sitzen in Ihrem Sessel und beurteilen nach dem, was man Ihnen erzählt. Herr Krüger, ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass ohne Bereitschaft zur Therapie gar nichts läuft. Und dass Patienten lügen und verdrängen, bewusst oder unbewusst. Waren Sie mal bei ihr zu Hause? Weil es mitunter leichter ist, mit Medikamenten zu leben. Oder weil sie mir erzählen, was ich hören will. Um genauso autistisch destruktiv weitermachen zu können wie bisher. Es läuft irgendwie verkehrt. Wir wollen doch im Grunde dasselbe. Aber Carola Kubitz war meine Patientin. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Ihrer ärztlichen Schweigepflicht. Ich werde Ihre Sitzungsprotokolle von einem Gutachter überprüfen lassen. Seit dem Beitritt Polens 2007 in den Schengen-Raum haben sich die Diebstähle von Pkw und Landmaschinen in den grenznahen Ländern Brandenburg, Sachsen und Meckpomm verzehnfacht. Mittlerweile werden ganze Solarfelder... Ja, und vieles davon geht Transit via Polen nach Ost- und Südosteuropa. Kennen wir alles zur Genüge. Aber in den Statistiken nicht enthalten sind die Existenzen, die durch diese Diebstähle zerstört wurden. Bauern, Fuhrunternehmer, Energiewirte... Der Bund hat eine Soko-Grenze gegründet. Die arbeiten sehr eng zusammen. Polizei ist immer noch Ländersache. Ja, da haben wir auf Kreisebene überhaupt nichts zu entscheiden. Aber wir sind doch die Leidtragenden. Ländersache, das ist auch der Flughafenbau, bei dem die Herren in Potsdam hunderte Millionen verballern. Ja, das musste ja kommen. Wir haben... Zuerst die Maßgaben der Bundesregierung zu erfüllen. Kita-Plätze, Sozialleistungen und. Da ist kein Platz mehr im Haus. Sag uns doch bitte mal, wo wir das Geld hernehmen sollen, das dein Plan kostet. Diese Lamoyanz. Was, Lamoyanz? Du nennst die berechtigten Sorgen und Forderungen der Bürger, die mit ihren Steuergeldern unser Land noch am Leben erhalten, die nennst du Lamoyanz? Wir kümmern uns hier um jeden Scheiß, um Glühbirnen, um den Krümmungsgrad von Gurken, aber das sind wir vergessen doch... Wir sind hier nicht im Wahlkampf, Matzke! Wir vergessen, worauf es wirklich ankommt, nämlich auf ein Gemeinwesen, das ein Mindestmaß an Sicherheit, an Existenzsicherheit noch... Bla, 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 das unterschreibe ich dir alles, aber fass doch mal einen nackten Mann in die Tasche! Oh, Schröder, es geht doch gar nicht ums Geld. Es liegt an den Prioritäten. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und wir müssen diesen Willen endlich einmal formulieren. Entschuldigung, Frau Bürgermeisterin, aber in der Lobby steht eine Abordnung von Bauern und verlangt nach Ihnen. Danke. Na bravo. Hast du wieder deine Verrückte mobilisiert? Nennen Sie nicht so, du arrogantes Arschloch! Frau Heckmann hat ihren Mann verloren, weil wir hier rumsitzen und Kekse fressen. Entschuldige. Ist das schlimm, Lena? Da ist er. Sag mal, wie lange willst du dir das eigentlich noch gefallen lassen? Wo er recht hat, hat er recht. Es kommt auf die Prioritäten an. Und bei der nächsten Wahl wird er gegen uns kandidieren, dieser Populist. Damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, Herr Matzke. Also wir haben hier weitere 300 Unterschriften von Bauern, Fuhrleuten und besorgten Bürgern für Ihren Antrag. Bitte schön. Danke. Wie geht es Ihnen, Frau Heckmann? Naja, muss ja. Lassen Sie sich aufstellen. Wir werden Sie wählen. Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich mache ein Blech Pflaumenkuchen. Danke, dass Sie da waren. Sie alle. Danke. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Vielen Dank. Danke für Ihr Engagement. Danke. 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 Ach, Frau Lober, Sie sind ja auch da. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.
hätte wirklich nicht geglaubt, dass du das hier draußen durchziehst in deiner Blechbüchse. Immer nur Ravioli ohne Strom. Ich hab Strom. Vom Bauer hinterm Wehr. Mhm. Ich könnte auch mal deine Wäsche waschen. Muss ja nicht 2 Stunden im Waschsalon sitzen. Das ist nicht nachts langsam zu kalt hier draußen so alleine? Also dein Opfer ist im Weiher ertrunken. Daran besteht kein Zweifel. Der Psilocybin-Gehalt in ihrem Blut war so hoch, dass sie jenseits von Gut und Böse war. Oder eine Resistenz entwickelt hat, die auf regelmäßigen Konsum schließen lässt. Bis Ende der 60er wurde das Zeug experimentell in der tiefenpsychologischen Behandlung eingesetzt. Dem psycholytischen Ansatz zufolge verändert es die dynamische Beziehung zwischen bewussten und unbewussten Teilen der Persönlichkeit. Rigide Abwehrstrukturen sollten so gelockert und durchbrochen werden. Man kann damit auch Willen brechen. Wie stellst du dir das vor? Du stehst auf und sagst, ich entschuldige mich? Man kann sich nicht selbst entschuldigen, man kann höchstens darum bitten. Und wer nimmt dir die Schuld ab? Niemand. Du musst da jetzt durch. Du hast dieser Bäuerin versprochen. Ach, hör doch auf! Nein, du hör auf! Was ist passiert? Du hattest einen Unfall. Mit dem Auto. Wo ist Marie? Ich kann ihm gar nicht sagen, wie sehr mir Ihr Verlust leid tut. Und es ist nur ein schwacher Trost. Ja, es ist gar kein Trost.
Tochter hat nicht gelitten. Sie war auf der Stelle tot, das versichere ich Ihnen. Ihre Frau hat wie durch ein Wunder keine schwerwiegenden Verletzungen davon getragen. Jedoch leidet sie an Amnesie, wie Sie schon gemerkt haben. Ist nicht selten bei Unfällen. Vermutlich infolge einer Gehirnerschütterung oder eines Schädelhirntraumas. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Doch, ich meine, es ist dringend. Sie warten bitte und ich bin dann gleich wieder bei Ihnen, ja? Kindersitz gekauft. Im Internet, Secondhand. Er war billig. War meine Schuld. Der Kindersitz war nicht Unfallursache. Aber er hätte ihr Leben retten können. Ich habe nicht mal gewagt, meine eigene Tochter am Arm zu halten. Aus Angst, ich könnte sie fallen lassen, ihr wehtun oder... Oder ich könnte dieses alles verschlingende Schwarz sein, von dem sie immer fantasiert hat. Vor 5 Jahren hat sie ihre Tochter verloren bei einem Autounfall. Das wusste ich nicht. Sie war in Behandlung, jahrelang. Warum hat sie dann mit Pilzen experimentiert? Warum schlucken Menschen Amphetamine, schnupfen Kokain, ziehen den Joint durch? Trinken? Alkohol fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Warum also? Übermut, Neugierde, Euphorien, Angst, Flucht, vergessen wollen. 1000 Gründe. Sie wollte nicht vergessen. Sie wollte bewahren. Das ganze Haus, das Zimmer, ein Schrein. Ihr Mann hat das nicht mehr ausgehalten und ist zeitweise in die Garage gezogen. Sie war an einem Punkt angekommen, an dem mir niemand mehr helfen konnte. Normale Therapie nicht mehr weiterkam. Vielleicht wollte sie ja auch nicht verdrängen, den Verlust akzeptieren, loslassen, sondern sich erinnern. Also ich würde mich nicht ständig an den Tod meines Kindes erinnern wollen. Ja, eben. Woran wollte sie sich erinnern? Fichte, Krüger hier. Du musst den Unfallort sehen. Den, wo das Kind gestorben ist. Ja, jetzt. Bringen Sie das Protokoll mit. Aber du willst jetzt nicht mit dem Ding los. In deinem Zustand. Dann fahr ich.
Bring mir Licht in die Sache. Meine Taschenlampe von Scheibe, ich lieb dich in den Himmel. Seid ihr jetzt nicht Zeit gehabt, bis es hell wird, oder? Der Unfall war auch nachts, oder? Was soll das werden, Chef? Gehen Sie wenigstens von der Fahrbahn, nehmen Sie sich eine Weste. Folgen Sie wenigstens den Anweisungen eines erfahrenen Polizisten? Was soll das werden? Der Unfall interessiert ihn. Also die Kubitz kommt von da hinten viel zu schnell in die Kurve rein, es schiebt sie raus und sie knallt frontal gegen den Baum da. Vorsicht! Von dem Kindersitz springt raus und das Baby fliegt durch die Frontscheibe ins Feld. Hier knallt es regelmäßig. Unterschätzt man schnell. Hat auch noch geregnet. Ist alles dokumentiert und ausgewertet. Es ist 5 Jahre her. Auf meinem Schreibtisch, da stapelt sich der Papierkram und ich stehe rum und... Hat einen in der Krone? Ist aber nicht der Grund. Sondern? Chef! Ja, Chef! Kommen Sie mal mit Ihrem Wagen von da! Von da? Muss ich da eigentlich mitmachen, wenn er hin... Ihre Entscheidung. Fichte! Worauf warten Sie? Ja! Fahren Sie mal schneller! Ich fahre hier nicht schneller als die erlaubten 50. Ja, eben, Sie nicht. Deshalb bleiben Sie auf dem rechten Fahrbahnstreifen. Ist gut, Thorsten. Vielleicht erklären Sie mir mal, worauf Sie hinaus wollen. Ich fahre jetzt nach Hause. Sollten Sie vielleicht auch. Kubitz in die Psychiatrie eingewiesen. Ja, Absprache mit Ihrem Ehemann und Ihrer Therapeutin. Haben Sie mit Carola Kubitz noch über den Unfall gesprochen? Ich ermittle wegen fahrlässiger Tötung. Frau Kubitz ist doch tot. Ich ermittle gegen unbekannt, weil ich davon ausgehe, dass ein zweiter Wagen in diesen Unfall vor 5 Jahren verwickelt war. Das höre ich auch zum ersten Mal. Haben Sie mit Frau Kubitz noch einmal über diesen Unfall gesprochen? Mehrmals sogar. Aber wir konnten Ihre Amnesie hier nicht durchbrechen. Sie hat auch Ihnen nie erzählt, woran Sie sich erinnern. Ach, ich war tot.
Wieso denn immer wieder darüber reden? Das war ein Unfall. Was wollen Sie denn hören? Dass ich manchmal dachte, dass Sie vielleicht mit Absicht, dass Carola es nicht mehr ausgehalten hat? Ja, das habe ich gedacht! Manchmal, wenn ich schwach war. Wissen Sie, diese Träume, diese ständige Angst um Marie, dass sie sich irgendwie Gewissheit verschafft hat, dass sie mit Absicht dieses Schicksal herausgefordert hat, dass sie gegen diesen Baum gefahren ist. Einfach so gegen den Baum! Aber sie hat sich nie in diese Richtung geäußert. Oder mal einen zweiten Wagen erwähnt. Nein, wie... Keine Ahnung. Wieso denn immer wieder darüber reden? Endlose Nächte. Ich habe ihr am Ende gar nicht mehr zugehört. Sie ist dann zu dieser Frau Trumaschek gelaufen. Da ging es ihr dann manchmal gut. Manchmal war sie wieder völlig depressiv. Das war ein ständiges Auf und Ab. Das war die Hölle. Manchmal, da habe ich mir ihren Tod gewünscht, damit es auch für mich aufhört. Aber es hört nicht auf. Carola! Carola! Ja! Ich krieg dich nicht mehr. Die Einverständniserklärung von Klaus Kubitz, die Sie von Paragraph 203 StGB entbindet. Sie kennen sich aus? Ich weiß von Klaus Kubitz, dass seine Frau an einer schweren Psychose litt. Sie saß stundenlang lethargisch in dem Kinderzimmer, trug nachts eine Babypuppe durchs Haus und sang Kinderlieder. Er schlief dann in der Garage, weil er es nicht mehr aushielt. Sie war in Fachkliniken und 3 Jahre bei Ihnen in Behandlung. Vielleicht werde ich bestraft. Wofür? Ich weiß schon nicht. Aber glauben die Buddhisten nicht an sowas? An Reinkarnation? Dass man für seine Sünden bestraft wird, die man in seinem früheren Leben begangen hat. Das wäre dann schlimm genug. Würde Ihnen das helfen? Ich habe das Auto gefahren. Glauben Sie immer noch, dass Sie Schuld haben? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich ja nicht. Können Sie mir hier so eine Hypnose machen? Haben Sie die Kraft? Es gibt viele Gründe für eine Amnesie. Mein Mann sieht mich so. Jetzt wäre ich mit Absicht gegen diesen Baum gefallen. Nur damit ich recht habe. Das ist keine schöne Unterstellung. Sie gab sich die Schuld am Tod ihrer Tochter. Ich glaube nicht, dass Carola Kubitz mit Absicht gegen diesen Baum gefahren ist. Wurde das nicht alles abgeklärt? Ja, mag sein. Haben Sie jemals Ihre Amnesie durchbrechen können? Sind Sie bereit? Dann steigen wir ein. Spüren Sie das? Ja. Ich bin bei Ihnen die ganze Zeit. Ihnen kann nichts Böses mehr passieren, denn es ist schon passiert. Wir können nichts mehr ändern. Das wissen Sie. Wir gucken nur zu. Lassen Sie es einfach kommen. Steigen Sie ein. Ich habe zuerst den Einkauf in den Kofferraum getan. Und dann Marie in den Sitz gesetzt. Dann tun Sie das.
Steigen Sie ein. Steigen Sie ein. Ich war spät dran. Klaus war bestimmt schon zu Hause. Ich habe noch überlegt, ob ich ihn anrufen soll. Dankeschön. Es hat geregnet. Es hat stark geregnet. Jetzt habe ich den Wagen gestartet. Dann fahren Sie los. Haben Sie vielleicht Musik gehört? Nein. Wie geht es, Marie? Es geht ihr gut. Ich hätte sie nicht nach vorne setzen dürfen. Es ist meine Schuld. Das ist jetzt nicht mehr von Belang. Wir wissen, dass sie sterben wird. Ja. Das wissen wir. Sie fahren? Ja. Ich fahre. Die Scheibenwischer schmieren. Ich fahre nicht so gern, wenn es dunkel ist. Sie kommen jetzt an die Kurve. Können Sie einen Blick auf den Tacho werfen? Mein Gott, ich fahre viel zu schnell. Ich wollte nach Hause. Ich muss bremsen. Es bremst nicht. Haben Sie keine Angst, ich bin bei Ihnen. Es bremst nicht. Ich bin bei Ihnen. Es bremst nicht. Wollen Sie abbrechen, Carola? Nein, ich will nicht abbrechen, nein. Wie schnell fahren Sie? 70. Da kommt das Straßenschild. Marie schreit. Das wusste ich gar nicht. Sie hat geschrien. Carola? Sind Sie noch da? Spüren Sie meine Hände? Ich weiß nicht. Carola, kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. Wo ist denn Marie? Kommen Sie zurück. Und Sie haben nie die Frage geklärt, wie es zu diesem Unfall kam? Es war dunkel. Es hatte geregnet. Das steht alles im Polizeibericht. Sagen Sie mir, was nicht drin steht. Wissen Sie, was konkrete Amnesie ist? Man erinnert die Zeit vor dem Ereignis und die Zeit danach. Aber das eigentliche Ereignis bleibt auf immer tot. Ich habe versucht, ihr beizustehen. Ihr zu helfen, mit dem Trauma fertig zu werden. Manchmal müssen wir feststellen, dass wir nicht helfen können. So weit bin ich noch nicht. Anna. War ja klar. Laufen Sie mir bitte nicht hinterher. Also, war die Tote aus dem Weiher bei der Trumaschek in Therapie. Sie ist Carola Kubitz, ja. Das war so klar. Was sollten Sie auch sonst wollen? Sie brauchen ja nichts, außer Ihrem Mordfall.
Sie haben wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass ich gekündigt habe, oder? Das hätten Sie nicht tun müssen. Ich weiß, dass unser letzter Fall Sie sehr mitgenommen hat. Niemand ruft uns und sagt, unser Leben ist toll, danke, dass ihr da seid. Wir kommen immer erst, wenn die Katastrophe eingetroffen ist. Wir müssen die Trümmer wegräumen, damit es weitergehen kann. Das weiß ich selber, danke. Warum dann? Vielleicht finde ich das ja noch raus. Ich habe da jetzt jemanden, der mir zuhört und der nichts von mir will. Das tut mir gut, irgendwie hilft mir das. Mir werden in diesen Gesprächen ein paar Sachen bewusst. Diese Frau hat jahrelang auf der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet und ist von einem ihrer Patienten angegriffen und verletzt worden. Und deswegen mache ich Ihnen hier garantiert nicht den Polizeispitzel. Oder warum sonst haben Sie über eine Stunde auf mich gewartet? Haben Sie mit Ihrer Therapeutin über mich gesprochen? Sie sind nicht der Nabel der Welt. Egoistischer, autistisch, destruktiver Mistsack. Den Antrag wohl durch. Das muss gefeiert werden. Auf den zukünftigen Kreisrat. Baby, I love you. Frau Heckmann kam noch vorbei, genau zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und den Unterschriften. Schröder war vollkommen am Ende. Es ist jetzt vorbei. Endgültig. Erst Kreisrat, dann Landesregierung, dann Ministerpräsident Matzke. Was denn jetzt wieder? Hören Sie wohnen. Er glotzt. Steht immer da und glotzt. Hagen, ich dachte, du bist beim Sport. Komm schon. Mach jetzt nicht schlapp. Ach, leck mich doch. Warum kommst du nicht ins Bett? Ich mag noch nicht schlafen. Einer aus meiner Klasse hat dich gesehen. Ja, und? In der Altstadt. Ja? Und? Na, mehrmals. Kommt jetzt noch was? Na, du warst dann im Haus, da, wo die Psychotante arbeitet. Blödsinn. Soll ich denn da? Muss er mich verwechselt haben. Noch zu arbeiten. Würde dir auch nicht schaden. Und sag deinem Bruder, wir hätten eine Stunde vereinbart, nicht mehr. Mach's doch selbst.
Ich habe alle Unterlagen nochmal durchgesehen. Der Unfallwagen der Kubitz war beim Gutachter kein technisches Versagen, kein Hinweis auf einen zweiten Wagen oder auf Unfallflucht, was inzwischen auch verjährt wäre. Nicht, wenn jemand stirbt. Sie wollen auf fahrlässige Tötung hinaus? Wie nennen Sie das, wenn einer einen Unfall mit Todesfolge verursacht und weiterfährt? Kann schon sein, ist aber trotzdem zu spät. Paragraph 222 StGB, fahrlässige Tötung, bewährt mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren, verjährt gemäß Paragraph 78 nach eben diesen 5 Jahren. Und das wissen Sie alles auswendig? Ich habe das mal auf einer Schulung gelesen. Ich mache das nicht mit Absicht. Gut, dann haben wir noch 48 Stunden. Wofür? Bis die Verjährung abläuft. Denken Sie nach, wichtig, irgendetwas, was nicht im Protokoll steht. Irgendetwas, was Sie gelesen haben, ohne es zu beachten. Eine Kleinigkeit aus Gesprächen mit Kollegen aus der Zeitung. Irgendetwas, was uns weiterhilft. Aber vor 5 Jahren waren Sie doch auch schon da. Ich weiß. Wir hatten den Selbstmord von diesem Bauern und den toten Detektiv im Vlies. Aber warum soll ich mich an was erinnern, an das Sie sich nicht erinnern würden? Weil Sie es können und ich nicht. Jedenfalls nicht in diesem Maße. Ja, da war. Nee, war später. Lassen Sie sich Zeit. Ich mach ja. Aber wenn Sie mich dabei so anstarren. Ich ruf Sie an, ja. Die Staatskarosse wurde geklaut. Was? Ja, das gab ein Riesengelächter. Der Dienstwagen der Bürgermeisterin wurde geklaut und ein paar Teile davon Tage später auf dem polnischen Automarkt sichergestellt. Wann wurde der geklaut? Ja, nicht so genau raus. Am 19. jedenfalls war er weg. Wo? Na, hier in Lübbenau. Die sind wahrscheinlich sofort auf die Autobahn und dann hier über Forst direkt nach Polen. Und der Unfall war hier, bei Bad Liebenwerda? Ja, eben. Autodiebe fahren da keine 80 Kilometer Umweg über die Dörfer. Noch dazu in die falsche Richtung. Hier bei Bürgern hat sich der Bauer erhängt. Wie geht's denn hier? Gehen wir ein Bier trinken? Eigentlich willst du mich aushorchen, oder? Auch. Aber erst später. Zuerst will ich ein Gedicht hören. Gedicht? Mhm. Irgendeins. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben.
draußen steht ein Kommissar. Wegen dem Wagen damals, du erinnerst dich? Ja. Du solltest dich doch darum kümmern, nicht wahr? Der wartet auf dich. Mach's gleich. Noch vor der Abstimmung. Herr Matzke, Thorsten Krüger, Kriminalpolizei. Ist lange her, aber ehe die Sache endgültig im Reißwolf landet. Das ist Ihre Unterschrift? Ja, meine. Sie waren damals? Sekretär für Landwirtschaftswagen. Aber das war nicht Ihr Dienstwagen. Das war der Dienstwagen der Bürgermeisterin. Er wurde damals hier aus dem Fuhrpark geklaut. Und warum haben Sie das unterschrieben? Weil ich mich um solche Sachen gekümmert habe. Ich war ja Sekretär. Und einen Fahrer gab es nicht? Also einen Fahrer nicht, wirklich nicht. Das ist lustig. Ich habe heute noch keinen Fahrer. Aber die Bürgermeisterin? Damals auch noch nicht. Wir hatten Dienstwagen-Sharing. Im Diebstahlprotokoll fehlt ein Vermerk über den Schlüssel. Wissen Sie, wo der geblieben ist? Also, verstehe ich jetzt nicht. Wenn der Wagen gestohlen wurde, müsste sich der Schlüssel dann noch im Rathaus befunden haben. Aber er fehlt hier im Protokoll. Ach, jetzt habe ich meine Karte. Also, das ist jetzt 5 Jahre her. Beim besten Willen nicht. Ja, wer könnte mir da weiterhelfen? Ich kann ja mal rumfragen. Also, Herr Krüger, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen da helfen kann. Die Hälfte der Zugangsberechtigten arbeitet ja gar nicht mehr hier. Wir hatten zwischendurch Wahlen. Aber ich werde es versuchen, wenn es so wichtig ist. Gibt es denn irgendeinen speziellen Anlass? Verjährungsfristen. Ach, was für Diebstahl? Aus dem Fahrtenbuch für den Dienstwagen geht hervor, dass Sie der Letzte waren, der den Wagen genutzt hat. Ach ja? Ach, da gab es doch ständig Ärger mit dem Buch. Da fehlte immer irgendwas. Wo waren Sie an dem Tag? Weiß ich nicht mehr. Und ich muss jetzt wirklich... Sie haben den Wagen nicht mehr ausgetragen. Nein, sowas vergisst man eben manchmal. Und ich schwöre Ihnen, wenn ich gewusst hätte, dass der Wagen dieser Nacht geklaut würde, dann hätte ich ihn garantiert ausgetragen. Herr Matzke, haben Sie in dieser Nacht das Auto gefahren? Herr Matzke, gleich findet die Abstimmung statt. Wie fühlen Sie sich? Viel Glück für Sie. Viel Glück für Sie. Wir halten alle die Daumen, wir stehen hinter Ihnen. Das haben Ihre Kollegen doch alles schon geklärt. Wer stimmt für den Antrag? Gegenstimmen? Danke. Ja, damit wurde der Antrag angenommen. Zum dritten Mal innerhalb von 2 Jahren wurde dem Heckmann der ganze Fuhrpark geklaut. Alles. Traktoren, Landmaschinen im Wert von 400.000 Euro. Nach dem ersten Mal hat er seinen Zaun verstärkt. Nach dem zweiten Mal sprang die Versicherung ab. Nach dem dritten Mal war seine Existenz ruiniert. Das ist jetzt 5 Jahre her. Oh, bei der Wojcowska? Im Vlies? Erschossen. Na, wir kommen. Alles gepackt? Alles gepackt. Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Heute Nachmittag ist mein Antrag angenommen worden. Nahezu einstimmig. Vor den Grenzübergangsstellen werden jetzt Scanner installiert, die markierte Fahrzeuge sofort erkennen können und dann direkt beim Zoll Alarm schlagen. Die Kennzeichnung der Geräte und die Anmeldung bei der zentralen Datenbank wird nur ein paar Euro kosten. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Ich bin kein schlechter Mensch.
Ich verspreche Ihnen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um diesen Kriminellen Einhalt zu gebieten. Leeres Gequatsche. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Frau Heckmann. Mein Ehrenwort. War das nicht das Ziel, auf das Sie jahrelang hingearbeitet haben? Und Sie haben es erreicht. Erfüllt Sie das nicht mit Stolz? Aber zu welchem Preis? Abend. Sie? Wir haben doch erst nächste Woche. Carola Kubitz war Ihre Patientin, oder? Ich rede nicht mit Ihnen über andere Patienten. Und Matzke auch? Ich weiß, Paragraph 203 StGB Schweigepflicht. Aber kennen Sie auch 138, 139? Wenn ein Arzt während der Behandlung eines Patienten Erkenntnis über die potenzielle Bedrohung weiterer Personen erhält, so muss er diese Erkenntnis weitergeben. Ich habe einen Freund bei der Polizei, der weiß sowas auswendig. Schönen Abend noch. Sag mal, war das eben der Matzke? Mach das nie wieder mit mir. Ich mit dir? Du bist zu mir gekommen. Ich hab's vor der Nase. Ich bin ganz dicht dran. Irgendetwas übersehe ich. Interessiert aber sowieso keinen mehr. Quatsch. Fichte tut nun wirklich, was er kann. Du darfst ihn nicht so behandeln. Hätte sich bei dir ausgeholt. Natürlich nicht, aber wenn du ihn immer so anfährst... Du bist sauer wegen dem Fall, aber du musst ihn mal abschließen. 5 Jahre hat da keiner hingesehen. 5 Jahre! Ja, das ärgert dich, dass du das Rätsel nicht lösen kannst. Du musst mal loslassen. Der Spruch hat mir noch gefehlt. Jetzt. Ich hatte schon 1000 Mal gesagt, du sollst aufhören damit. Carola, kannst du mal stehen bleiben? Wo willst du denn hin? Hey! Hagen. Ich bin im Auftrag der Klasse hier. Ganz allein? Und die anderen, wir wollten... Es tut uns leid, was mit Ihrer Frau passiert ist. Danke. Also ich wollte nur sagen, es tut uns leid. Wir sind morgen alle da, also wir haben unsere Texte gelernt. Sie können sich auf uns verlassen, wir stehen hinter Ihnen. Tut mir leid, falls ich Sie gestört habe.
Sie hatten uns doch von der Unterwerfung der Slaven durch Kaiser Otto erzählt. Dem Festmahl des Gero, dem Markgrafen. Ja? Na, er lud sie ja zu sich ein zum Essen und ließ sie dann ermorden. Zack, Kopf ab. Ja, und dann? Es gab einen Aufstand der Slaven. Aber in mehreren Kriegszügen wurden die Stämme besiegt, womit die deutsche Herrschaft bis zur Oder ausgedehnt und gefestigt wurde. Ja, aber er hat den Streit doch angezettelt. Und dann wird ihm gehuldigt. Ja? 965 starb er friedlich in seinem Bett. Mit Blut an den Händen. Ja, Sieger schreiben die Geschichte, Hagen. Karin, ich hab einen Unfall! Karin! Charlie, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Ach, setz dich, Charlie, ganz ruhig! Setz dich hin, der Reihe nach! Hm? Ich weiß auch nicht, wo der herkam. Ich war zu schnell, ich bin auf die Kickfahrbahn, dann erst so und ich bin so. Ich... Hast du was getrunken? Zwischnäpse, keine Ahnung, höchstens. Ist ja gar nicht gesagt, dass da wirklich was passiert ist. Gib mir den Autoschlüssel. Ich fahre das Auto nach Polen. Da steht es keine 3 Stunden, dann ist es weg. Und du rufst jemand an. Ist doch mitten in der Nacht. Dann wird er sich daran erinnern. Irgendeinen von deinen Parteifreunden. Erzähl ihm irgendwas von dem Problem. Schätzchen. Was macht ihr denn hier? Mama, der Moritz ist noch wach. Bestimmt nur ein schlechter Traum. Geh wieder zurück ins Bett. Der Papa kommt gleich. Aber du sollst kommen. Die Mama muss noch mal kurz weg. Ach, jetzt. Wie kommst du denn zurück? Taxi, ich hab Geld. Ich hab euch lieb. Moritzi, was ist denn los? Warum bist du so nass? Na, der Papa ist in den Regen gekommen. Oh, komm mal her. Oh, bitte. Sie müssen mir glauben. Das mit dem Baby, das habe ich erst aus der Zeitung erfahren. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe das doch nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Glauben Sie an Prophezeiungen? Nein, nicht in dem Sinne. Aber Sie glauben an Ahnung. An sensitives Empfinden, an Projektionen, an Wünsche. Ich wünsche mir doch nicht den Tod von Marie. Es wird einfach passieren. Mein Mann sieht mich so an. Als wäre ich mit Absicht gegen dieses... An seiner Existenz ruiniert. Als wäre ich mit Absicht gegen diesen Baum. Da träume ich jetzt fast jede Nacht. Ich werde erstochen. Ich sterbe. Und Sie haben nie die Frage geklärt, wie es zu diesem Unfall kam? Es hat geregnet. Papa. Es hat stark geregnet. Sie sagten, Sie wollen die Träume nicht. Aber ich kann das doch nicht ignorieren. Waren Sie mal bei ihr zu Hause? Wahrscheinlich nicht. Dann könnten Sie nämlich nicht davon ausgehen, dass Ihre Therapie beendet gewesen sei. Das hieß ja, Sie wollen sterben. Der Wappensaal wird 100. Großes Protokoll. Dieser Bäuerin versprochen. Oh. Nein, du hör auf. Der Antrag ist durch. Deine Aufgabe ist erfüllt. Wir sollten feiern. Karin, ich muss zur Polizei. Ich muss mich stellen. Wenn du das machst, nehme ich die Jungs und bin weg. Du stehst kurz vor deinem politischen Durchbruch. Wenn du aber vorhast, dich begraben zu lassen, dann ohne mich. Diese beiden Menschen können doch nicht umsonst gestorben sein. Thank you.
Ihre Unterschriftensammlung hat enorm geholfen. Wir können zusehen, wie wir das finanzieren. Danke. Matzke, wir sind Ihnen wirklich dankbar. Wir sind stolz auf Sie. Endlich passiert mal was. Jetzt weiß ich, mein Mann ist nicht umsonst gestorben. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Ach, angenehm. Sie müssen sehr stolz auf Ihren Mann sein. Das bin ich. Charlie hat immer an das Projekt geglaubt, war von der Wichtigkeit für die Region überzeugt. So leid. Charlie, fängt an. Kommst du? Thank you.
denken, dass Klaus Kubitz bei Ihnen eingebrochen ist. Es fehlt nur eine Akte von Carola Kubitz. Nein. Sondern? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Eine andere Akte, also eine bestimmte Akte. Die Akte von einem Ihrer anderen Patienten. Ja. Und Sie gehen davon aus, dass Kubitz nach der Lektüre dieser Akte vielleicht einen Grund gehabt hätte, diesem anderen Patienten Gewalt antun zu wollen? Genau das ist meine Befürchtung. Verdammt. Geloben wir Gewehr und Gehorsam, frommen Dienst und jeden Schaden von ihm zu wenden. Wir zu Lübbenau, zu Peitz und Teupitz, zu Bärenwalde, Beskow und Storkow. Wir schwören treu und Gehorsam. Wir schwören treu und Gehorsam. Was soll das jetzt? Ich wieder hin. Lass mich, lass mich. Setz dich wieder. Das reicht. Ich habe eine Erklärung abzugeben. Ich habe hier. Stunden sind noch nicht um. Fehlt nur noch die Akte. Wer hat die jetzt geklaut? Kümmere mich mal. Sie waren bei unserer ersten Begegnung eindeutig im Vorteil. Sie hatten wohl schon einiges von mir gehört. Aber jetzt kenne ich Sie auch ein bisschen. Sie hatten mir suggeriert, dass Kubitz bei Ihnen eingebrochen war, um in der Akte von Matzke zu lesen, dass der seine Frau von der Straße gedrängt hatte. Wer weiß, was Kubitz jetzt mit diesem Wissen anstellen würde. Vielleicht Rache üben? Paragraph 203 ist außer Kraft, wenn Sie Kenntnis von einer bevorstehenden Straftat erlangen. Sie haben die Gelegenheit genutzt. Danke. Eigentlich gingen Sie davon aus, dass es Matzke selbst war, der nach Ihrer Sitzung kalte Füße bekommen und seine eigene Akte geklaut hat. Habe ich recht? Kubitz versicherte mir sehr glaubhaft, dass er die Akte erst am Morgen in seinem Briefkasten fand. Unwahrscheinlich, dass ausgerechnet Matzke sie da eingeworfen hat. Natürlich hat Kubitz sie dann gelesen. Zuerst wusste er überhaupt nicht, was er damit anfangen sollte. Er hat sie zum Wappensaal mitgenommen, wollte sie Matzke ins Gesicht schleudern. Aber das schien ihm dann doch zu melodramatisch. Steht also die Frage, wer ist bei Ihnen wirklich eingebrochen? Wer wusste, dass Matzke bei Ihnen in Therapie war? Einen Moment lang dachte ich sogar, Sie waren es selbst. Sie haben die Gelegenheit nicht nur genutzt, Sie haben sie herbeigeführt. Aber vielleicht auch zu viel der Verantwortung.
Vielleicht waren Sie es aber auch selbst. Nachdem Sie Ihre Kollegin Anna bei mir vorbeigeschickt haben, um mir Druck zu machen. Sie sollen ja manchmal unkonventionell vorgehen. Ich bewege mich immer im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wie ich. Wie dem auch sei. Da Charlie Matzke noch auf dem Weg ins Krankenhaus die Unfallflucht gestanden hat, werde ich diesen Einbruch mit ihrem Einverständnis nicht weiter verfolgen. Was gestohlen wurde, ist er wieder da. Mein Einverständnis haben Sie. Ja. Dann sind wir fertig. Ich war 17. Mein Vater erschoss erst meine Mutter und dann sich. Vor meinen Augen. Ein Jahr lang war ich in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Schön zu sehen, dass sich seitdem wohl einiges geändert hat. Ja, das hat es auf jeden Fall.